Das siebte Türchen öffnet sich und wir haben heute etwas im Dice Adventskalender, das sehr, sehr ungewöhnlich ist. Denn es geht tatsächlich mal gar nicht um Miniaturen, sondern um ein waschechtes Brettspiel. Von Pegasus Games kam nämlich Roleplayer mit rein. Und ich muss gestehen, dass ich am Anfang dachte so, ach fuck. Ey, ja, es hat zwar so diesen Fantasy-Rollenspiel-Aspekt, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich... Ob das interessant ist für hier. Hab gedacht, aber gut, hey, wie gesagt, da wir Tabletop-Spieler ja nun auch andere Hobbys haben, die nun sehr nah dabei sind, also ich sag nur Rollenspiel, fast, also die meisten von uns spielen wahrscheinlich Rollenspiele, ich eigentlich gar nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Rollenspiele spielen oder Videospiele und deswegen finde ich, ist das auch vollkommen okay. Roleplayer ist ein Spiel, das ich auf der Spiel 2018 gesehen habe und ich auch da dachte, als ich es sah, so, schwierig. Ich fand das Artwork jetzt nicht so geil und irgendwie sah das nicht allzu spannend aus. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass man so Würfel hat und die auf Plättchen legt, um dann den Charakter auszubauen. Und egal, ich habe mich letzte Woche mit ein paar Kumpels von mir getroffen und wir haben gesagt, komm, ich will das unbedingt mal testspielen, bevor ich es vorstelle. Vielleicht ist es ja doch ganz gut und das war ganz lustig. Wir waren in dem örtlichen Spielecafé, dem Würfel und Zucker bei mir um die Ecke. Und dort kam dann auch gleich die Besitzerin an, die hat das gesehen. Oh, ihr habt das, ach cool, in Deutschen. Das ist voll super, das müsst ihr unbedingt spielen, das ist richtig, richtig gut. Und erzählt mir hinterher, wie es war. Und ich so, okay, na dann machen wir das. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Und Leute, ich muss euch gestehen, dieses Spiel ist verdammt knifflig. Und es tut mir leid, aber es macht Spaß. Man kann es echt nicht anders sagen. Also ich habe mich am Anfang wirklich abschrecken lassen aufgrund des Artworks und aufgrund der Zeichnung und aufgrund dieser High-Fantasy-Geschichte, die ich dann doch als relativ kitschig empfunden habe und alles, was dabei war, auch irgendwie doch diesen typischen Rollenspiel-High-Fantasy, ich will jetzt mal sagen, Kitsch so ein bisschen bedient, aber das Spiel hat es in sich und es nutzt im Endeffekt ja auch nur dieses Fantasy-Gewand einfach nur, um die Spielidee und das Spielprinzip zu transportieren. Und ich kann nur noch die Geschichte erzählen, dass wir am Ende des Spielabends also durch waren damit, kam dann die Besitzerin wieder an und, wie gefällt's euch? Und wir meinten, ja, das ist irgendwie ganz geil. Und sie, wusste ich's doch, dass euch das gefällt. Es war wirklich, wirklich, es hat uns echt Spaß gemacht, auch wenn ich nur den dritten von vier Plätzen gemacht habe, aber so ist es halt im Leben. Worum geht's bei Roleplayer? Bei Roleplayer geht es darum, dass man im Endeffekt einen Fantasy-Rollenspielcharakter aufbaut und ausbaut und die Werte ausbaut. Das passiert, indem man eine von diesen, Plättchen oder diesen Tableaus hat und diese Löcher da drin, da kommen natürlich Würfel rein. So, und wir haben auch ganz viele unterschiedliche Felder und am Anfang des Spiels wird bestimmt, welche Gesinnung der Charakter hat, welche Klasse der Charakter hat und welche Vorgeschichte der Charakter hat, zusätzlich zu der Klasse selber. Das macht man, indem man Karten zieht. Die hier zum Beispiel gibt es den Barbaren, das wäre dann eine Klasse, oder der Druide, der Kleriker, sowas in der Art zieht man. Genauso mit der Gesinnung haben wir solche Sachen wie der Neurotiker, Soziopath, Champion, Rebell, Eremit, Gauner, Wahnsinniger, das sind dann so die ganzen Vorgeschichten, nee, das sind die Gesinnungen, die kleinen, und die Vorgeschichten wären dann sowas wie Auserwählter, Verfolgter, Handwerker und so weiter. So, das sind die Vorgeschichten. Das klingt jetzt erstmal alles irgendwie spielmechanisch noch gar nicht so wichtig, wird es aber nachher. Das Ziel des Spiels ist es nämlich, möglichst viele Sterne zu machen. Sterne bekommt man, indem man die Würfel, die man rauflegt, hier nebeneinander legt, in diese verschiedenen Plättchen und deren Punktwerte zusammen addiert. Die Klasse gibt an, welche diese Eigenschaft, also Stärke, Gesinnung, Konstitution, welche diese Attribute, welchen Wert haben müssen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Barbar, der muss am Ende des Spiels eine Stärke von 16 bis 17 haben. Das heißt, wir zählen die Augenzahlen hier auf, 16 bis 17. Vorteil beim Ork ist, dass er hier Stärke plus 2 sogar noch bekommt. Ja, das heißt, die ganzen Rassen haben auch noch unterschiedliche Auswirkungen darauf. Und so guckt man dann, wo kriege ich am meisten Sterne am Ende des Spiels, wenn ich was erreiche. Zum Beispiel dann bei Geschicklichkeit muss er exakt 17 erreichen, Konstitution 18 oder höher, und dann kriegt man jeweils 3 Sterne. Das ist so einer der ersten wichtigen Punkte, womit man nachher die Sterne bekommt. Dann gibt es noch bei der Gesinnung, nehmen wir zum Beispiel diesen Wächter. Die Gesinnung startet immer in der Mitte und durch verschiedene Aktionen im Spiel kann die Gesinnung nach links, rechts, oben oder unten vertauscht werden. Dort, wo sie am Ende des Spiels steht, gibt es dafür auch Sterne oder es gibt sogar Sternabzug. Wenn die Gesinnung zum Beispiel bei dem Wächter hier auf neutral böse oder chaotisch böse ist oder neutral chaotisch ist, genau, dann bekommt man zum Beispiel einen Abzug. Wenn sie aber auf rechtschaffen gut ist, bekommt man dann wieder 3 Sterne Bonus. Und dann kommt zum Schluss noch die Vorgeschichte hinzu, die im Endeffekt angibt, verschiedene Farben auf gewissen Punkten innerhalb der ganzen Attribute.
Und da kommen wir dann nämlich zu den Würfeln. Es ist nicht so, dass wir die Würfel am Anfang werfen und dann irgendwie da reinlegen, sondern man nimmt sich die Würfel, die vorgelegt sind, mit der Augenzahl, sucht sich eine aus und legt sie dann in die jeweiligen Fächer. Und die Vorgeschichte sagt an, wo im Idealfall in welchem Feld was für eine Farbe von einem Würfel ist, um dann nachher Bonuspunkte zu bekommen. Und hat man nur einen, an der richtigen Stelle gibt es zum Beispiel nur einen Punkt. Hat man dann drei oder hat man vier an den richtigen Punkten, bekommt man schon mal zwei Punkte und immer so weiter. Bis man, wenn man tatsächlich alle sechs hat, bekommt man dann drei oder vier. Und wenn man zum Beispiel an allen sechs Attributen an jeder Stelle den richtigen Würfel hingelegt hat, bekommt man sechs Punkte. Soweit, so gut. Und dann denkt man sich jetzt, okay, das ist ja relativ easy. Jetzt kommen aber natürlich noch die anderen Mitspieler und die Fähigkeiten mit ins Spiel. Am Anfang einer Runde gibt es immer einen Startspieler, der nimmt eine gewisse Anzahl von Würfeln, würfelt hier und das Ergebnis legt er auf Initiativeplättchen. Und der Reihe nach nimmt sich jeder einen Würfel mit den Initiativplättchen dazu. Und den Würfel legt er dann in eine der Attribute rein mit der vorgegebenen Augenzahl, die er sich ausgesucht hat. Was natürlich dann die Augenzahl, die Würfelfarbe und die Initiative für eine spätere Phase mit beansprucht. Und hat dann die Möglichkeit, je nachdem, wo er das Attribut reinlegt, dass eine Fähigkeit von ihm getriggert wird. Zum Beispiel legt er einen Würfel in die Stärke rein, dann kann er irgendeinen Würfel, der schon gelegt ist bei sich, einmal umdrehen auf die entgegengelegte Seite. Oder wenn man einen auf Konstitution reinlegt, kann man den Wert eines Würfels irgendwo um einen erhöhen oder niedriger. Legt man zum Beispiel auf Weisheit einen Würfel, dann kann man die Gesinnung um einen verschieben. Das sind alles so Kleinigkeiten, die das Spiel dann plötzlich richtig komplex machen, weil man immer überlegen muss, okay, ich möchte diese Zahlen erreichen oder diese Kombination oder aber auch meine Gesinnung, um möglichst viele Punkte zu machen. Und deswegen muss ich gucken, wo ich meine Würfel reinsetze, weil wenn ich alle Würfel, eine komplette Reihe voll habe, kann ich natürlich keinen Würfel mehr reinsetzen, kann ich also dementsprechend auch die Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Ihr merkt schon, das ist richtig kompliziert und jetzt kommt natürlich noch die Initiative dazu. Die Initiativkarte, die man gezogen hat, gibt die Initiative vor, um auf dem Marktplatz Dinge zu kaufen. Es gibt nämlich noch einen Marktplatz, werden jede Runde neue Karten ausgelegt und der Initiativreihenfolge nach kann man für Gold, das man auch hat, Karten kaufen. Das können Merkmale sein, das können Waffen, können Rüstungen, können aber auch Fertigkeiten sein und die spielen da alle mit rein. Fertigkeiten sind Sonderaktionen, die man jede Runde irgendwie nochmal ausführen kann, die beeinflussen aber die Gesinnung. Oder man hat Waffen oder Rüstungen, die jetzt irgendwie nicht zum Kämpfen da sind, weil Kämpfen gibt es nicht, aber die im Endeffekt Boni entweder am Ende des Spiels bringen oder neue Bedingungen reinbringen oder neue Boni den ganzen Charakter geben. Und so versucht man Runde für Runde, sich die möglichst besten Augenzahlen für seinen Charakter und die Augenzahlen und die Würfel zusammenzusuchen, um dann im Endeffekt die besten Kombinationen so rauszuhauen, um möglichst viele Punkte am Ende des Spieles zu haben. Klingt jetzt irgendwie alles kompliziert und vielleicht auch ein bisschen lame, aber Leute, das macht wirklich Spaß. Auch wenn ich es jetzt hier nicht vorstellen würde, hätte ich es einmal angespielt, trotz meiner Skepsis. Es war sehr, sehr überraschend gut. Wir haben es mit vier Leuten gespielt. Ich glaube, kann man es mit fünf spielen? Nee, mit vier Leuten kann man es spielen. 60 bis 90 Minuten sind immer angegeben. Funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. 72 Würfel, also auch wenn ihr irgendwie mal Würfel braucht oder so, ne? Schön ist, dass auch dieser Würfelbeutel da schon mit bei ist. Unzählig viele Karten und aufgrund der verschiedenen Charaktere, der unterschiedlichen Kombinationen von Klassen, Vorgeschichte und Gesinnung, glaube ich auch, dass die Vorgeschichte, nicht die Vorgeschichte, dass der Wiederspielwert auch enorm sein kann. Wenn ihr nur im Entferntesten etwas mit taktischen Spielen zu tun habt, ein bisschen mit Nachdenken, ein bisschen mit Knobeln, wenn ihr damit irgendwas anfangen könnt und ihr euch von den Mitteln bis nicht so geilen Artworks nicht abschrecken lasst, das Spielprinzip ist richtig, richtig gut. Also das Spiel transportiert im Endeffekt das Szenario nur fürs Spielprinzip. Die Besitzerin von dem Laden hatte auch gesagt, das ist ja hier wie Sagrada, habe ich nie vorher gespielt. Sie meinte aber, das ist viel besser als Sagrada, weil man hier halt die Möglichkeiten hat, auf die Würfel, die man rauflegt, man muss nicht nur Muster legen, sondern hat auch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und deswegen, glaube ich, ist der Wiederspielwert bei diesem Game auch enorm. Wir hatten viel Spaß und werden das definitiv nochmal spielen. Und das zeigt ja doch mal wieder, dass man auch Spiele nicht nach dem Einband komplett bewerten sollte. Ja. Das war der 7. Adventskalendertag des Dice Adventskalenders. Und wenn ihr Bock habt, ein Tabletop-Überraschungspaket zu gewinnen, dann müsst ihr Folgendes tun.
dieses oder andere Deist Adventskalender Videos von 2018 kommentieren. Und Ende Dezember, Anfang Januar werde ich einen von den Kommentaren zufällig heraussuchen. Übrigens werde ich Spams löschen, die werden nicht mit reinzählen, werde ich einfach dann heraussuchen. Und dann gewinnt diese Person ein komplettes Überraschungspaket voll von Tabletop- und Spielkram. Ich verrate aber nicht, was drin ist. Wird bestimmt ziemlich cool. Habe ich schon eine Idee, was? Doch, ich weiß schon jetzt. Das ist eine gute Idee. Genau, da könnt ihr mitmachen. Dazu schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von Roleplay? Habt ihr es schon gespielt? Wenn ja, würde mich eure Meinung sehr, sehr interessieren, ihr Vielspieler. Habt ihr es noch nicht gespielt, würde mich dennoch von dem, was ich jetzt gezeigt habe, auch eure Meinung würde mich interessieren. Schreibt es mir alles in die Kommentare, diskutiert miteinander und seid immer nett zueinander. Ne? Weil sonst gibt es Kraftmagga für alle und ich gehe in die Sonne, denn morgen ist der 8. Dezember und da, boah, da muss ich noch echt einiges vorbereiten. Macht's gut.